Heute haben wir Montag, den, oh, jetzt habe ich meine Uhr nicht dabei. Ich kann es nicht genau sagen, ich glaube 27.04. Das Wetter ist durchwachsen, heute nicht so sonnig, sondern wolkig, aber nicht kalt. Wir haben jetzt so um die 12, 13 Grad. Es sieht nach Regen aus, dort hinten Richtung Osten. Aber ich versuche trotzdem jetzt nochmal im Fiebelwald zu suchen. Ihr wisst, wo ich die Fiebel gefunden habe. Die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht finden wir da noch was. Wenn nicht, dann habe ich noch die Möglichkeit, hier vorne auf einen Acker zu gehen, auf dem ich auch die Genehmigung habe, von dem ich allerdings glaube, dass er nicht sehr ertragreich sein wird. Wir müssen es sehen, vorher kann man immer nur Prognosen abgeben, aber nichts Genaues. An dieser Stelle möchte ich jetzt mal ganz kurz die ganzen neuen Abonnenten begrüßen, denn es sind ja um einige dazugekommen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich, wenn das Wetter hält. Und ich freue mich natürlich, wenn wir schöne Funde finden, aber natürlich jetzt an dieser Stelle ohne Gewehr. Blubber, blubber. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und würde sagen, wir sehen uns beim ersten Signal. Und da wollen wir mal gucken. Ach, oh, Scheiße. Oh, Bullshit. Junge, Junge. Ja, da habe ich einen Hortfund. Eieiei. Mit Patronen gefunden. Yes, ist Gott. Ja. Aua, und Brennnesseln hat es hier auch, danke. Junge, Junge. Immer diese Scheiße, die man findet. Ah. Da scheint noch was drin zu sein. Oh ja, da ist noch eine. Da muss noch mehr drin sein. Noch eine. Oh, es hört gar nicht auf. Noch eine. Oh. Da ist noch eine. Oh Mann. Ja. Ja, irgendwas muss noch drin sein. Na, fängt ja schon wieder gut an. Oh Gott. Jetzt muss ich die mal da hinlegen hier. Ah, hier ist noch eine. Da muss noch was drin sein. Da noch mal ein Stück. Na, komm. Na, eigentlich ja ein Blödsinn, dass ich die hier ausbuddel, weil ich sie ja eh wieder einbuddel. Hier muss noch mal was drin sein. Denkst du? Ja, das war's dann wohl. Jesus Gott, hier, schaut euch das an. Eine Handvoll mit scharfen Patronen.
Boah, das sind Sachen, die keine Sau braucht. Kein Mensch braucht so einen Scheiß. Ja, und die werde ich jetzt genauso, wie ich sie gefunden habe, wieder verbuddeln. Nur natürlich etwas tiefer, damit die Scheißdinger hier keinen Schaden mehr anrichten können. Also gut. Dann graben wir hier mal ein bisschen tiefer. Auf den Stein. Oder? Ja. Das ist gut, den nehmen wir raus. Den Stein. Schaut. Und da hauen wir die Patronen jetzt rein. So. Den Stein packen wir drauf. So. Und dann machen wir das Loch wieder schön zu. Oh Mann. So ein Scheiß. Und gleich als ersten Fund. Das ist natürlich echt übel. So. Bisschen Zeug rüber. Ist natürlich übel, wenn man mit so einem Fund anfängt. Ne? Auch kein Spaß. Wollen wir mal hoffen, dass wir den Rest des Sonnengangs davon verschont bleiben. So, jetzt kommt die Sonne auch noch raus. Ist das hell. Dann steht ja einem erfolgreichen Sonnengang ein weiteren Nichts mehr im Weg. Schauen wir mal, was noch kommt. So, und hier war das nächste Signal. Na. Aha. Man hört es genau. Pinny brüllt auf. Ah, und hier haben wir schon, ja, was kann man mit dem Eisenring machen? Man kann ihn sammeln, was ich mittlerweile nicht mehr tue. Man kann ihn wegwerfen, aber man kann auch durchgucken. Ja, und hier ist der nächste Fund. 50er, 60er Bereich. Oh, scheint ziemlich oberflächlich zu liegen. Dann wird es wohl doch nur Schrott sein. Na, ich finde es nicht. Pustekuchen. So, ich habe es gefunden. Da liegt es und es sieht aus wie eine kleine Münze. Da liegt sie. Nein, es ist ein kleiner Knopf. Na, immerhin. Ein kleiner Kupferknopf mit Öse. Das ist schon mal die halbe Miete. Zumindest für Sammler. Aber soweit ich das sehen kann, handelt es sich nicht um einen verzierten Knopf, sondern um einen ganz einfachen Kupferknopf. Egal. Der erste gute Fund. Ich freue mich. Klasse. Ein Knöpskens. Und hier haben wir das nächste Signal. Man hört es. Kann nicht sehr tief liegen eigentlich. Und wollen wir mal gucken. Bin ja mal gespannt. Immer noch drin.
Stein sein oder ein Hufeisen. Schauen wir mal. Immer noch drin. Wo ist es? Wo ist es? Mühsam ernährt sich das Eichhorn. Ist nun mal so. Ah, hier ist es. Und was haben wir? Oh, ein Stück von einer Sichel. Aber nur noch das Fragment einer Sichel. In dem Fall leider nur Schrott. Ja, ein Sichelfragment. Ein kleines Stückchen Draht. Ein Kronkorken, ein mit Kunststoff ummantelter Kupferdraht. Ein Loch mit Blech auf. Ja, Freunde, und jetzt haben wir eine Eins gefunden. Eine Jägerdublone. Vermutlich ein Scharnierteil. Ein verrottetes Projektil. Ein Stückchen Blei. Ein Stück Blech mit Loch. Und nochmal Blech. Aluschei. Und ein Stück von einem Hufeisen. Ein Patronenhülsenfragment einer BMP-Geschosshülse. Ja, Freunde, und auch das findet man im Wald. Abgestorbene Bäume. Der hat seine besten Zeiten schon hinter sich. Ist in der Mitte schon abgebrochen. Da oben. Und ja, fristet jetzt sein Dasein als Behausung für Käfer, Borkenkäfer etc. pp. Ja, und dieser Baum dient dann wohl auch als Nahrungsspeicher für Spechte und andere. Ja, wie vorhin schon gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Bin jetzt 2 Stunden hier im Wald, in dem Fiebelwald rumgetapert, habe aber außer dem Hortfund die Patronen ganz am Anfang und den kleinen Knopf nichts mehr gefunden. Und werde deswegen jetzt nochmal auf den Acker gehen. Ob wir da was finden, werden wir sehen. Grünes Licht habe ich vom Landwirt bekommen, obwohl es bepflanzt ist. Ja, schauen wir mal, ob da was geht. Ansonsten wird es ein sehr, sehr kurzer und ja, relativ erfolgloser Sonnengang. Schauen wir mal, ob noch was geht. Das ist der Acker hier. Er ist bepflanzt. Ich weiß nicht, was das ist genau. Ja, und hier haben wir den ersten Fund gemacht. Und was haben wir? Ein Projektil und in diesem Fall leider nur Schrott. Ja, Freunde, heute ist schwierig zu sondeln, weil der Boden auch so schrecklich trocken ist. Schaut mal hier. Der Boden ist total rissig ausgetrocknet und dadurch auch sehr hart. Und deswegen lässt sich's auch schwer graben. Jetzt fängt der Wind auch wieder an. Könnte sein, dass Regen kommt. Egal, wir machen trotzdem weiter. Der Boden ist so hart. Unglaublich. Aber dafür habe ich jetzt einen schönen Fund gemacht. Da liegt er drin. Da haben wir ihn. Ein Ring. Aber kein Eisenring. Sondern entweder ist es ein Bronzering oder ein Kupferring, ich glaube Bronze. Und vor allen Dingen intakt. Und die sind ja echt klasse, diese Bronzeringe. Ich liebe sie. Schwer zu bestimmen das Alter, denn die gab es in fast allen Epochen. Bestimmen kann man das nicht genau. Aber es ist ein toller Bronzering. Klasse, hey, da freue ich mich. Finde ich gut. So, Freunde, jetzt mache ich eine kleine Pause und dann werde ich noch mal einen Gang übers Feld machen hier. Da werde ich noch mal eine Bahn laufen
oder vielleicht auch zweimal schauen, ich weiß noch nicht. Und dann geht es wieder zum Wagen. So toll war es nicht, wenn ich noch was finde. Sage ich es euch natürlich, zeige ich es euch natürlich, wie immer. Ansonsten sehen wir uns beim Auto. Oh, wie schön. Freunde, schaut. Da steckt sie drin, eine kleine Münze. Ich denke, es wird sich um einen Reichspfennig handeln. Wunderschöne Patina. Ja, ein Reichspfennig ist es. Von 1908. Ja, man sieht es, 1908, ein Pfennig. Aber auch schon ziemlich mitgenommen. Aber immerhin eine Münze. Der dritte gute Fund heute. Nun gut. Immerhin will ich mal nicht meckern. Ein Pfennig aus dem Kaiserreich. Ein Stück Scheißen. Und hier ist der nächste Fund. Und es sieht aus wie eine Plombe aus Blei. Ja, ist es auch. Und ich sehe schon, es ist wieder ein Stern drauf. Die habe ich ja schon öfters gefunden. Ja, eine Bleiplombe mit Stern. So, Freunde, ich sitze schon wieder im Wagen. Der Sonnengang ist vorbei. Eben habe ich noch ein Schwätzchen mit dem Landwirt halten können, der hier auch sehnsüchtig auf Regen wartet. Das Wetter hat sich jetzt wieder aufgeklärt, aber vielleicht kommt ja heute Abend nochmal Regen. Man wird sehen. Die Funde waren ja nun nicht so überragend. Ich bin ja froh, dass ich diesen einen Pfennig noch gefunden habe und den hübschen Bronzering. Der freut mich ja noch mehr als der Pfennig. Ja, mehr war es nicht. Und das war's für heute, ihr Lieben. Euch wünsche ich viel, viel Gesundheit, wie immer, gerade in dieser Zeit. Aber ich denke, in dieser Krise ist es kein Fehler, sich zurückzuhalten, Abstand zu halten und vielleicht mal nicht feierwütig zu sein. Muss natürlich jeder selber wissen. Haut rein, liebe Freunde, macht's gut, habt eine schöne kommende Woche und ich hoffe, bis bald. Das war's, euer Sondel-Andi. Macht's gut. Bye, bye. Tschüss.